Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tasting hier auf Tube Tribute. Ich bin der Taste, schön, dass ihr da seid. Bier spielen Ank. Ich habe das Spiel eben gedownloadet, gibt es zurzeit bei MacGame kostenlos. Heute ist der 25.12.2014, das gilt für heute und morgen. Sollte sich irgendjemand dieses Video später angucken, dann ist die Aktion leider vorbei. Wie gesagt, bei MacGame zurzeit umsonst. Spiel im Warenkorb, dann einfach bis zum nächsten Bildschirm. Ich glaube, dann steht da unten rechts jetzt kaufen. Und Vorsicht, der Rabattcode einlösen ist ein bisschen versteckt. Ja, aber man wird ja zu PayPal oder wie auch immer weitergeleitet. Da halt einfach nicht eingeben, sondern einfach gucken, wo steht Rabattcode einlösen. Wir werden jetzt, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten, also gar nicht so lange, mal kurz eine Runde angespielt machen. Entschuldigung, gestern war viel. Und deshalb, neues Spiel, neues Glück. Ich hoffe, es gibt ein Tutorial, das würde ich jetzt ein bisschen spielen. Wir sind fast da. Mal schauen. Dort vorne müssen wir nach links. Nach rechts. Passt auf die Fußfallen auf. Hier hinauf. Jetzt noch an diesem Hebel ziehen. Und hier ist sie. Die Grabkammer des Skarabäenkönigs. Nett hier. Du könntest deinem Vater öfter mal die Schlüssel klauen, Asil. Gib mal ein Bier rüber. Verdammt. Wir haben den Flaschenöffner vergessen. Egal. Wer erzählt die erste Gruselgeschichte? Also ich finde es auch ohne Gruselgeschichte schon ziemlich gruselig. Glaubst du etwa an Geister, du Weichei? Ich fand schon gruselig genug, durch die ganzen Fallen zu stapfen. Ach, wir sind in keine einzige Falle getappt, haben keine Mumien gesehen. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Na, jetzt kommt die Mumie. Du hast mein Grab entweiht! Das macht dann bei 6 kaputten Urnen einen Verweis! Nee, 7. Oh, hoppla. 7? Na, dann ist es ein Todesflug. Na, dann mach das mal deinem Vater klar. Zumindest haben wir jetzt einen Flaschenöffner. Interessanter Anfang, kannte ich so auch noch nicht. Die Stimme von der Mumie. Is it just Fata Morgana? Tell me, is it really true? What a play of light and shadow. The city's just waiting for you. Great and treats and tasty scorpions under the eye of the sun. Left to the Nile and right by the desert. That's where Egyptians have fun. Yes, this is Cairo. It's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the guide of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. See the Sphinx and worship the Pharaoh. Go meet the crocodile. Feeling lonely? By a slave in the city down by the Nile. Yes, this is Cairo. It's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. The guide of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. Ooh, take care. Ooh, oh Mann, da hat wieder jemand zu viel geraucht, aber coole Idee, muss ich sagen. Kannte ich so noch nicht. Kapitel 1, Audience mit Hindernissen. Na denn? Also scheint anscheinend Papa zu sein. Gehen wir in Ägypten. Asil! Gehen wir in Ägypten! Ja! Gehen wir in Ägypten! Wenn das der Pharao herausfindet, wird er außer sich sein. Vater, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin von einer Mumie verflucht worden. Und nur der Pharao kann so einen Fluch wieder von mir nehmen. Mumienfluch? Werd endlich erwachsen. Du willst dich nur vor deiner Strafe drücken. Und die lautet: eine Woche Hausarrest. Eine Woche? Vater. Vielleicht habe ich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich will keine Ausflüchte mehr hören. Ach,
Das ist zwecklos. Also doch sterben gehen? Ich weiß auch gerade nicht, was Ankh ist. In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Und nur der Pharao hat die Macht, mir zu helfen. Aber wenn ich durch diese Tür mein Zimmer verlasse, wird mir mein Vater bestimmt noch Schlimmeres antun. Wie komme ich da bloß wieder raus? Guter Wurf, Matschauge. Los, steig ein! Ich? Nein, geh du zuerst. Na also, so könnte ich ungesehen entkommen. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. Alles klar. Ja, ne? Cool, wenn man weiß, was das für ein Spiel ist. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Ja, kann man das auch nehmen? Bazar Sommerparty. Liveband, Lisa und die Quirt. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Ein Familienerbstück. Leider etwas aus den Fugen geraten. Ein Prachtstück moderner Gärtnerkunst. Ja, dann gehen wir mal hoch. Wir wollen ja hier raus. Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. Mein Weg nach draußen. Nur wie komme ich dorthin? Mit Sabrei. Darin kann man alles Mögliche aufbewahren. Ach du Scheiße. Oh, betrachte Hebel. Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Der lässt sich sicher bewegen. Der lässt sich sicher bewegen. Der lässt sich sicher bewegen. Ja. Der lässt sich sicher bewegen. Ja, der lässt sich sicher bewegen. Ja, lässt er sich. Der lässt sich sicher bewegen. Was kommt davon, wenn man einen Architekten als Vater hat? Entschuldigung. Der lässt sich sicher bewegen. Der lässt sich sicher bewegen. Schön, dass er sich sicher bewegen lässt. Na los. Schauen wir nochmal nach, ob wir unten was finden, was uns hilft. Ein widerspenstiges Ding. Ein widerspenstiges Ding. Ein alter Pinsel ohne Borsten, die in diesem Zustand völlig ungeeignet, um irgendetwas zu bürsten. Eines Tages werde ich mein eigenes Haus haben. Dann muss ich Vaters Geschnarche nicht mehr. Hier werden Vaters berühmte fürchterliche Fallen entworfen. Sie wird von einem alten Borsten. Mit Vaters Skizzen könnte man hunderte Windschiefer-Monumente bauen. Sie wird von einem alten borstenlosen Pinsel gestützt. In diesem Zustand völlig ungeeignet, um irgendetwas zu bürsten. So, jetzt müssen wir doch nochmal Einstellungen. Jetzt müssen wir noch ein Tutorial hier. Nicht Tutorial, aber. Alles klar, also mich hätte jetzt schon interessiert. Wie ich hier was bedienen kann oder drücken kann oder whatever. Gehen wir einfach mal raus. Da kann ich jetzt nicht hin. Sag ich ja. Der lässt sich sicher bewegen. Ja, der lässt sich sicher der bewegen. Lässt sich sicher bewegen. Ja, lässt sich sicher bewegen. Alter, meine Fresse, du sollst ihn auch bewegen. Der lässt sich sicher bewegen. Der lässt sich, der lässt sich, der lässt sich, der lässt sich, der lässt sich sicher bewegen. Enter? Da ist ja ein Silberstück drin. Das könnte sich als nützlich erweisen. Alles klar, ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Ich glaube, ich habe Enter oder Leertaste gedrückt. Der lässt sich sicher bewegen. Der lässt sich sicher bewegen. Der lässt sich sicher bewegen. Ah, rechte Maus. Und was ist mir jetzt passiert?
Ja, los, komm, du kannst auch ein bisschen schneller laufen. Da kann ich jetzt nicht hin. Hey, die Vase hat den Mechanismus der Tür gelöst. Na, dann gucken wir doch mal da rein. Den Kleiderbügel nehme ich auch noch mit. Vater hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir kurz ausleihe. Nimm Efeu, alles klar. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ein Familienerbstück. Leider etwas aus den Fugen geraten. Den hat mein Großvater in Theben ersteigert. Vermutlich Baupläne für neue, fürchterlich tödliche Todesfallen. So wird das irgendwie noch nichts. Ein Kleiderhaken aus biegsamem Draht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann einfach nochmal eine Hilfe benutzen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Na klar. Darin kann man alles Mögliche aufbewahren. Hoffentlich sind da noch keine Mehlwürmer drin. Okay, wir können ja mal das schmutzige Hemd. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Damit verwenden. Was heißt jetzt Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. WTF. Unschuldig steht sie hier herum. Da kann ich jetzt nicht hin. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ein Kleiderhaken aus. Das scheint nicht zu funktionieren. Eine Idee hätte ich noch, und zwar. Aber von oben konnte ich ja nicht, weil ich da die andere Seite betrachte. WTF. Betrachte. Betrachte. Gehe zu. Betrachte, betrachte, betrachte. Betrachte wertvolle Topfpflanze. Betrachte Hocke. Eine sehr praktische Konstruktion. Ein Familienerbstück. Leider etwas aus den Fugen geraten. Ich irgendwie die. Was heißt denn? Das kann ich als Seil benutzen. Freiheit, ich komme. Wuhu! Keine Sorge, Matschauge. Ich glaube nicht, dass uns da drin Gefahr droht. Oder vielleicht doch? Entschuldigung, was geht denn da drin vor? Da solltet ihr lieber nicht reingehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Aber wir sind doch finstere Meuchelmörder. Genau. Gestern erst haben wir das Diplom erhalten. Na, dann meucheln wir wenigstens erstmal dich. Du gibst sicher eine prima Aufwärmübung ab. Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Uns loswerden? Wir wollen doch dich loswerden. Aber ich denke, wir würden uns ausnahmsweise darauf einlassen, dass du dich freikaufst. Das war aber jetzt sehr offensichtlich. 20.000 Silberstücke. Wie hört sich das an? Ich habe ein einziges Silberstück.
Na gut, jeder fängt mal klein an. Vielen Dank und schönen Tag noch. Wir haben hier noch zu tun. Alles klar. Was habe ich getan? Ich muss mir mein Silberstück zurückholen. Ja, ist klar. Ein Kleiderhaken aus biegsamem Draht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Gasse führt zum Nil. Du schon wieder. Hey, gebt mir mein Silberstück zurück. Auf keinen Fall. Jetzt können wir uns endlich was zu essen. Aber wenn wir gehen, dann könnte doch der Pyramidenbauer flüchten, oder? Stimmt. Was für eine unangenehme Situation. Wie können wir zur gleichen Zeit fortgehen und hierbleiben? Ich könnte euch etwas zu essen geben. Dann haben wir unser Silberstück wieder. Was würdest du tun? Uns ein leckeres Sandwich bringen? Oh, ist das doof. Ja, klar. Wie aber geil. Dann würde ich natürlich mein Silberstück zurückbenötigen. Oh, klar, um damit abzuhauen. Erst den Job, dann die Kohle. So läuft das bei uns Attentätern. Verdammt. Okay, ich schau mal, was ich auftreiben kann. Fein, nun geh. Alles klar. So, das soll es gewesen sein. Das Spiel verstehen tue ich noch nicht wirklich richtig. Wenn euch es gefallen hat, dann holt es euch kostenlos bei McGame heute und morgen am 25.12. und 26.12.2014. Wie gesagt, ihr geht auf die Internetseite und ja, ihr müsst natürlich angemeldet sein. Dann legt ihr das ganze Ding in den Warenkorb. Tippt den Rabattcode ANKH-Christmas, alles groß geschrieben, ein. Bei Rabattcode einlösen, aufpassen, dass ihr den Button trifft. Und dann kriegt ihr das Spiel umsonst. So, auf den ersten Blick her würde ich sagen, das könnte sehr witzig werden. Ich werde es noch ein bisschen weiterspielen und mich vielleicht später nochmal melden. Irgendwie 2-3 Tage später. Ja. Aber soweit erstmal soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Tex. Und das war Tribute. Bis zum nächsten Mal.